So Leute, und willkommen zu einem kleinen Video auf dem Kanal. Und ja Leute, heute geht es mal darum, wie mache ich eigentlich mein Texture Pack, weil... weil, ja, der liebe Ich mag Bananen. Ich glaube, er hieß so. Hat mich gefragt, wie machst du das eigentlich? Und ich dachte mir, hey, ich könnte doch eigentlich mal ein Tutorial dazu machen, wie ich das eigentlich so mache. Oder wie man sich leicht einen Texture Pack erstellen kann. Und dazu braucht ihr paint.net. Das ist eine gute Pixel-App. Insofern, ja, das ist ganz sinnvoll, wenn ihr das habt. Da kann man ziemlich gut pixeln. Okay, man kann auch malen. Und ja, also, das Erste, was ihr machen müsst, ist euch das runterladen im Browser. Ich kann euch einen Link in die Beschreibung packen. Und dann downloadet ihr euch erstmal paint.net. So, ihr könnt natürlich von mir aus auch ein anderes Programm nehmen, aber es ist ziemlich einfach mit diesem Programm und das ist auch echt gut dafür. So Leute, der nächste Schritt liegt darin, dass ihr ein Texture Pack braucht, wo ihr sagt, das will ich bearbeiten. Wenn ihr jetzt ganz neu anfangen wollt und so sagt, ja, ich würde jetzt gerne ganz neu Texture Pack machen, also ein ganz neues Pack. Und ich habe das noch nie gemacht. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich bin Anfänger, dann würde ich euch empfehlen, so ein ziemlich niedrig aufgelöstes. Also heißt, was so 16 Pixel. Also sag ich mal, so ähnlich wie das normale Default-Pack, um euch auszuprobieren. Oder wie das erste Skyrim-Pack, was ich hier habe. Das ist nicht so hoch aufgelöst. Ihr könnt euch natürlich auch nach Packs suchen. Es ist halt schwerer, mit hochaufgelösten Packs zu starten. Das würde ich euch nicht empfehlen. So, ich nehme jetzt mal das Skyrim's Pack als Vorlage. Das erste habe ich ja, glaube ich, schon mal in einem Video vorgestellt. Und ja, dann macht ihr Rechtsklick darauf, geht auf Zip und dann diese Datei entpacken. So, Datei entpacken, genau. So, dann wird die halt entpackt. Und dann ist die hier oben. So, dann könnt ihr da drauf, dann sind hier die Bilder. Das kann eigentlich weg. So, dann geht ihr auf Assets, Minecraft, Textures und dann habt ihr diese ganzen Sachen hier. Das sind dann alles. Und der Vorteil zum Beispiel an diesem Pack ist, hier gibt es gar nicht so viel. Also hier gibt es nur Bogen, Schwerter und ja, die Tränke und ein bisschen Rüstung. Also hier gibt es gar nicht viel. Heißt, ihr könnt auch nicht so viel verändern. Heißt, es schränkt euch ein bisschen ein. So. Also das fand ich ziemlich praktisch. Kann ja sein, dass ihr gleich ein ganzes Pack verändern wollt. Dann könnt ihr halt, dann geht ihr auf irgendeine Sache, zum Beispiel einen Goldapfel. Geht hier öffnen mit und paint.net. Zack. So, dann seid ihr in paint.net und seht ihr diesen Goldapfel? Dann, wenn man hier auf Größe ändert, sieht man, okay, 16 Pixel. Das ist ein guter Anfang. Da kann man zum Beispiel sich gucken, okay, wie mag ich den jetzt? Ja, wir können zum Beispiel rot-schwarz machen, wenn euch das gefällt. So, dass ihr so sagt, yo, ich will den... Warte, ich versuche mal kurz was. So, und dann habt ihr hier, sag ich mal, so einen Apfel. Den könnt ihr dann jetzt auf Speichern drücken. Und dann könnt ihr euch den beispielsweise in Minecraft angucken, wenn ihr das Texture Pack reinmacht. Wartet, ich zeige euch das mal kurz. So, Leute, da sind wir jetzt in Minecraft und, ups, so. Dann müsst ihr auf Resource Packs gehen. Zack, packt, Backsteinpack, ja moin. Packt das Pack, was ihr gerade bearbeitet. Also es werden dann wieder zwei Ordner. Der alte Ordner, wo es noch verschlossen ist. Und dann halt der neue. Aber ihr erkennt das meist an diesem Zip. Das ist der alte. Und insofern, das ist der neue. Deswegen lösche ich immer einen der beiden Ordner, wenn ich das Pack fertig habe. Oder wenn ich einen das bearbeite, lösche ich irgendwie den alten oder so. Wenn ich da nicht zwei habe. So, und dann könnt ihr auch fertig. Ich gehe jetzt mal auf Einzelspieler. TTT mit Yoshi. So. Und dann könnt ihr schon sehen, okay, hier bin ich in der Welt, gehe ich mal auf, ach ja, hier, Goldapfel. Und dann haben wir hier den Goldapfel. So, und dann kann man sich den angucken und so sagen, ja, gefällt mir oder gefällt mir halt nicht. Ist je nach Sache des Betrachters. Ich meine, ich habe das jetzt einfach nur provisorisch gemacht. Und dann kann man ihn halt entweder lassen oder man sagt sich, nee, ich verändere den nochmal. Und wenn man den verändern möchte, geht man wieder auf paint.net. Kannst dir zum Beispiel sagen, nee, ich mache den jetzt blau oder so. Also ich mache den jetzt mehr so bläulich, das finde ich schöner, keine Ahnung. So, zack, 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 zack.
So, und dann habt ihr den jetzt zum Beispiel blau gepixelt und sagt, na, das gefällt mir schon viel besser. Dann müsst ihr ihn wieder speichern. Aber das Wichtige ist, Leute, wenn ihr im Texture Pack was verändert und Minecraft offen habt und ihr zurückgeht, dann ist der noch so. Dann müsst ihr T und F3 gleichzeitig drücken, dann hält alles kurz an, ihr habt Standbild, Minecraft aktualisiert und dann wird sich gleich das Textfeld und das öffnen. So, dann müsst ihr einmal F3 nochmal und dann zack. Dann ist der Goldapfel blau, da ist das alles aktualisiert. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, das gefällt mir, passt zu der Rüstung, dann könnt ihr das halt so lassen. Oh Gott. Dann, so könnt ihr halt euer kleines Pack entwerfen mit allen Items. Ihr könnt euch natürlich auch, ihr müsst euch halt irgendein Pack runterladen, mit dem ihr das machen wollt. Ihr müsst ja nicht gleich veröffentlichen oder so, ihr könnt auch für euch üben. Das hier, wenn ihr so mehrere Sachen sind, dann sind das Animationen. Das kann ich euch auch kurz mal zeigen. Öffnen mit wieder paint.net, weil das euer Programm ist. Hier seht ihr, wenn ihr eine Animation habt, dann könnt ihr halt zum Beispiel selbst eine Animation draus machen. Erstes, da könnt ihr zum Beispiel, hier seht man dieses Blaue, was immer ein bisschen höher geht. Das ist zum Beispiel hier nicht so ganz genau, das könnte ich jetzt zum Beispiel mal ein bisschen verändern. So, dann habe ich das jetzt alles mal ein bisschen verändert. Ihr müsst natürlich dann nochmal genauer gucken, dass das hier auch wirklich dann so okay, beim nächsten Mal muss das hier auch wirklich so sein. Und das muss dann halt auch alles übergreifend sein. Aber dann hättet ihr zum Beispiel so eine kleine Sache verändert. So, nur als kleiner Tipp. So könnt ihr Animationen gleich beenden. Selbst Animationen machen, wenn ihr das unbedingt wollt, kann ich dazu auch nochmal ein Video machen. Dann könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas zu Textpacks wissen wollt. Dann schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich euch das mal erklären, falls ich es weiß. Ich weiß ja auch nicht alles, aber nicht wenig. So, okay, dann könnt ihr zum Beispiel, dann ist es halt wieder so, noch ist die alte Animation, das war meine erste Animation, die ich gemacht habe, glaube ich. Und die ist noch nicht ganz sauber, ich kann die mal aktualisieren. Was mache ich da? TF3 wieder gleichzeitig drücken, dann werden Koordinaten und der Text, dann müsst ihr halt wieder, ja, F3 drücken und das Textfeld schließen. Und dann seht ihr, habt ihr da eine Animation. So, und dann geht da immer sowas Blaues übers Schwert drüber. Wenn es euch gefällt, könnt ihr es halt so lassen. Ihr könnt es natürlich auch verändern. Und dann, man kann es natürlich flüssiger machen, wenn man das dann genau jeden Pixel. Ich habe es jetzt halt nicht perfekt gemacht. Es ist halt jetzt so ein bisschen ruckelig. So, dann habt ihr hier einiges verändert. Ich kann euch nochmal ganz kurz einen Tipp sagen für Leute, die schon etwas weiter sind, sage ich mal, schon ein bisschen gepixelt haben. Es gibt so einen kleinen Trick. Zum Zauberstab kann ich vielleicht später auch nochmal kommen. Oh Gott, der ist jetzt gerade ziemlich hoch aufgelöst. So, zack, schneide ich das mal aus. Das hier. So, wartet kurz. Ich brauche halt diese Farbe so, damit ich das Schwarz nicht mit weg entferne. So, zack. Dann habt ihr zum Beispiel den Goldapfel. Könnt ihr zum Beispiel höher auflösen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt natürlich auch den normalen nehmen, aber das ist ein kleiner Tipp. Dann habt ihr hier zum Beispiel, löse ich den jetzt mal in 500 auf. Dann ist er richtig hoch aufgelöst. So, zack. Und dann könnt ihr zum Beispiel das hier nehmen. So. Und dann nehmt ihr zwei Farben, die ihr wollt. Sag ich mal schwarz und dunkelblau und schwarz. Zack. Geht auf Bild und dann könnt ihr euch einfach dieses hier rüberziehen. Dann müsst ihr das nicht so pixeln und dann hat es auch viel mehr Farbtönung. Also dann ist es mehr, sag ich mal, dann ist es nicht so aufwendig, jeden einzelnen Pixel. Und dann ist es auch nicht so eintönig. Versteht ihr? Dann ist es nicht nur schwarz und blau, sondern hat hier schönen Übergang. Das kann man dann natürlich auch mit anderen Sachen machen. Zum Beispiel so ein Stern hier rein oder hier an der Ecke so. Dafür muss es aber hoch aufgelöst sein. Das ist ganz wichtig. Also man kann hier zum Beispiel so einen Stern reinmachen. Oder was kann man denn noch? Man kann hier so einen Strich durchmachen. So spacig ein bisschen. Oder man kann ja sowas hier machen. Keine Ahnung. Man kann ganz viel machen. Okay.
Also insofern, da könnt ihr kreativ sein und alles. Ja, ich bevorzuge, wie gesagt, das hier irgendwie so ein bisschen. Bringt so ein bisschen, keine Ahnung, ich mag es einfach. Speichert man das mal, also so, zack, dann speichert ihr das ab. So, und den Rest kennt ihr ja und dann könnt ihr es euch wieder angucken. So, angenommen, ihr habt euer Pack jetzt fertig und sagt euch so, das will ich auf jeden Fall so lassen. So, ihr habt euch jetzt gesagt, okay, ich will das jetzt so lassen. Dann geht ihr wieder zurück auf das Pack. Das hier, wenn ihr das Bild ändern wollt, müsst ihr, könnt ihr das hier zum Beispiel einfach löschen. Und dann, also einfach zum Beispiel ausschneiden, löschen, entfernen, keine Ahnung. Und dann müsst ihr ein anderes Bild, das was ihr dafür haben wollt, müsst ihr da reinkopieren und dann halt unter pack.png. Also da müsst ihr hier auf umbenennen und dann pack.png, damit der weiß, dass das das ist. Und wenn ihr die Beschreibung ändern wollt, geht ihr hier auf diesen Ordner und geht hier bei Description und hinter diesen Gänsefüßchen da, die muss man immer drin lassen, diese. Dann könnt ihr hier zum Beispiel einfach mein cooles Texture Pack reinschreiben und dann steht das da als Beschreibung. So, wenn ihr das den Packnamen an sich könnt ihr woanders ändern, das zeige ich euch jetzt. So, angenommen, ihr wollt das hier jetzt als euer Pack speichern und dann nachher hochladen. Dann macht ihr das so, dann geht ihr so, zack, geht auf Senden an und dann als ZIP-Ordner komprimiert, als ZIP-Ordner. Oder, ja. So, zack, dann kommt hier jetzt gleich ein Ordner und das ist, dann könnt ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, cooles TP nennen und das, den Ordner müsst ihr dann in euer Resource-Pack-Ordner kopieren, so. Dann geht ihr auf euren Resource-Pack-Ordner und dann müsste der hier irgendwo sein. Cooles TP, genau. So, und dann habt ihr euer Pack fertig, sage ich mal. Wenn ihr jetzt hier auf Minecraft geht, auf Resource Packs, dann müsst ihr cooles TP, genau, ich habe jetzt die Beschreibung und so nicht geändert. Und dann habt ihr das coole TP. Wenn ihr das jetzt hochladen wollt, dann würde ich euch Mediafire empfehlen. Insofern googelt ihr dann hier Mediafire. So, dann seid ihr hier beim Mediafire, geht natürlich drauf, zack, damit es lädt. Ich bin jetzt hier schon angemeldet und ihr werdet euch dann wahrscheinlich noch anmelden müssen. Das könnt ihr dann ganz einfach machen. Und wenn ihr euch dann angemeldet habt, dann könnt ihr einfach auf Upload gehen. So, wenn ihr auf Upload gegangen seid, dann jo, dann könnt ihr das halt hochladen, also sag ich mal, ihr geht auf Upload from Computer, so. Und dann könnt ihr das hier halt einfach hochladen. Dann müsst ihr das coole TP und dann könnt, würde ich da jetzt Doppeltrick drauf machen, dann würdet ihr es halt hochladen, so. Hier sind übrigens noch meine anderen TPs. Oh, das Backsteinpack hat schon 8 Downloads, das Funpack 2, aber das haben ja auch nicht so viele gesehen, insofern, wow, nicht schlecht. Und ja, ihr könnt die dann hier immer wieder löschen, wenn ihr wollt, oder halt auch lassen. Ja, ihr habt eine begrenzte Anzahl an Upload-Speicher, wenn ihr nichts bezahlt. Wenn ihr bezahlt, könnt ihr da noch mehr hochladen. Und ja, das war's so mit dem kleinen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen, wie man das Ganze macht. Wenn ihr noch Fragen oder andere Sachen wissen wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Sinn!